Guten Tag, hier ist wieder Top 10. 10 Gerüchte, die eine Massenpanik verursachten. Nummer 10. SARS-Bananenpanik in China. 2007 verbreitete sich per SMS in China das Gerücht, dass Bananen einem die Infektionskrankheit SARS bescheren. Zu dieser Zeit hatten ohnehin schon alle auf der Welt Angst, SARS zu bekommen, und die Krankheit wurde als eine Art neue Beulenpest angesehen und allgemein machte man sich Sorgen. Doch am Ende litt nur die Bananenindustrie. Dank dem Gerücht wurden ganze 90% weniger Bananen verkauft, was zu einem Verlust von umgerechnet 2 Millionen Euro täglich führte. Viele Bananenanbauer gingen bankrott. Das Gerücht verbreitete sich wohl so hartnäckig, da die chinesische Regierung Medien wie Fernsehen kontrolliert. So setzen viele Bürger lieber auf das, was sie per SMS zugeschickt bekommen, und schenken dem Glauben. In dem Fall war es aber leider nur ein Gerücht, das sich wie ein Lauffeuer per Mobilfunk verbreitete. Nummer 9. Die Harlem-Aufstände von 1935. In diesem Jahr verbreitete sich im New Yorker Stadtviertel Harlem das Gerücht, ein Junge aus Puerto Rico sei von einem weißen Polizist zu Tode geprügelt worden. Tatsächlich hatte dieser Junge nur ein billiges Taschenmesser geklaut, wurde friedlich verhaftet und dann später wieder freigelassen. Doch irgendwie verbreitete sich dieses Gerücht unkontrolliert im ganzen Bezirk und es führte zu blutigen Auseinandersetzungen, bei denen letztendlich 3 Menschen zu Tode kamen. Es gab hunderte Verletzte und Sachbeschädigungen in Höhe von 2 Millionen US-Dollar. Berücksichtigt man die Inflation, so wären das heute um die 30 Millionen Euro Schaden. Nummer 8. Der Maya-Weltuntergang. Vor über 1000 Jahren entwickelte die Maya-Zivilisation einen komplizierten Kalender. Dieser ging bis zum 21. Dezember 2012. Unglaublich viele Leute interpretierten dieses Ende des Maya-Kalenders als Datum der Apokalypse. Anstelle mal zu hinterfragen, wie die uralten Mayas überhaupt in der Lage sein können, das Datum einer Apokalypse vorauszusagen, entschloss sich die ganze Welt lieber, sich in eine Panik hochzuschaukeln, die immer größer wurde, je näher das Datum heranrückte. In Michigan wurden sogar für 2 Tage die Schulen geschlossen, wie ich die Amis liebe, und in China verbreiteten religiöse Gruppen Panik und Angst, sodass die Regierung hart durchgreifen musste und 400 Leute verhaftete. Weiter zu 7. Hexerei im Kongo. 2008 verbreitete sich ein Gerücht in einem Fußballstadion im Kongo. Es sprach sich herum, dass einer der Spieler Hexerei einsetzen würde, um sein Geschick damit zu verbessern. Das ging natürlich schnell durch die Fankurven und löste leider eher Aggression als Freude aus. Denn mit Hilfe von Zauberei zu schummeln geht ja mal gar nicht. Um die aufgebrachten Zuschauer zu bändigen, schoss die Polizei einfach mal mehrmals in die Luft. Doch anstatt Ruhe lösten sie damit, oh Wunder, eine Massenpanik aus, da die Leute dann natürlich schnell aus dem Stadion raus wollten. Am Ende stellte sich heraus, dass 13 Menschen, darunter auch Kinder, totgetrampelt wurden. Nummer 6. Schleimteufel in Sri Lanka. 2011 verbreitete sich in Sri Lanka das Gerücht, ein unheimliches Sagewesen würde tatsächlich existieren. Traditionell ist in Sri Lanka der sogenannte Schleimteufel ein Wesen, genauer gesagt ein Dieb, der komplett eingeschleimt ist, sodass er nichts mehr klauen kann. Jetzt glaubte man auf einmal, es gäbe ihn tatsächlich und er würde nachts irgendwo auf dem Land Frauen angreifen. Obwohl die Gerüchte vollkommen gegenstandslos waren, versammelten sich überall auf dem Land Lynchmobs, die das vermeintliche Biest zur Strecke bringen wollten. Es artete derart aus, dass die Regierung sogar Panzer einsetzen musste. Letztendlich gab es insgesamt 30 gewalttätige Angriffe und sogar 5 Todesopfer. Nummer 5. Sexarmbänder. 2003 wurden diese gelgefüllten Armbänder Gegenstand einer modernen Legende, die Eltern und Schulen überall in den USA in Angst und Schrecken versetzen. Der harmlose Schmuck, getragen von vielen jungen Leuten, wurde von Eltern und Lehrern als eine Art Geheimcode interpretiert. So sollen die Farben der Bänder verschiedene sexuelle Präferenzen und Stellungen bedeuten, und würde ein Junge es schaffen, einem Mädchen ein Band vom Arm zu reißen, so müsse sie mit ihm in der entsprechenden Stellung Sex haben. So oder so ähnlich stellten sich das die Erwachsenen wohl vor. Dann ging das Ganze noch durch die weltweiten Medien und voilà, die Massenpanik war perfekt. Schnell wurden an vielen Schulen Armbänder einfach mal komplett verboten. Damit weiter zu Nummer 4, das Herzleiden des Steve Jobs. Die sogenannte CNN iReport-Website ermöglicht es Leuten wie du und ich, ihre eigenen News-Stories zu posten. Es wird doch auch bekannt gegeben, dass diese Stories natürlich nicht alle von der CNN-Redaktion geprüft werden können. 2008 postete ein Teenager, dass der damalige Chef von Apple, Steve Jobs, angeblich einen Herzinfarkt hatte und sich nun im Krankenhaus befände. Selbst wenn dieses Gerücht wahr gewesen wäre, so hätte Apple bestimmt sein Tagesgeschäft problemlos weiterführen können. Doch es kam dicke 10 Minuten nach dem
das Gerücht gepostet wurde, fiel die Apple-Aktie um 10%. In Geld ausgedrückt sind diese 10% 4,8 Milliarden US-Dollar. Ein großer Verlust für die Firma. Die Aktie erholte sich zum Glück wieder über den Tag, doch schloss am Abend immer noch 3% niedriger als normal. Krass, oder? Da musste Apple in einen sauren Apfel beißen. Aber weiter zu 3. Die Andy-Selbstmorde. Als in den 80ern das Rollenspiel Dungeons & Dragons auf den Markt kam, überschatteten einige Selbstmorde den Erfolg des Spiels. Man verstand allerdings nicht, dass depressive Menschen eher eine Tendenz haben, sich in der Welt des Spiels Ablenkung zu suchen. Und so machten Eltern und religiöse Gruppen das Spiel direkt für zahlreiche Selbstmorde verantwortlich. Auch hier schaukelte sich eine Art Massenpanik hoch. Konservative christliche Organisationen sprangen auch schnell auf und machten die Magie und Dämonologie im Spiel für Schlimmes verantwortlich. Sie bezeichneten Dungeons & Dragons als okkultes Werkzeug, das Leute offen für Besessenheit mache. Obwohl sich die Angelegenheit inzwischen beruhigt hat, ist das Pen-and-Paper-Spiel immer noch in vielen Hochsicherheitsgefängnissen verboten. Man macht sich Sorgen, dass die Insassen durch das Spiel an Realitätsverlust leiden könnten. Okay. Nummer 2. Satanische Rituale. In den 80ern verbreitete sich ein Gerücht in den USA, dass satanische Sexrituale an Schulen durchgeführt würden. Alles ging los mit dem Prozess der McMartin-Vorschule. Dabei handelte es sich um den längsten und teuersten Prozess der US-Geschichte, bei dem eine Gruppe von Lehrern vorgeworfen wurde, satanische Rituale und Geisterbeschwörungen durchgeführt zu haben. Sie sollen dabei die Kinder als Energie- und Lockmittel für die Geister eingesetzt haben. Für viele Eltern sah alles nach einer Massenverschwörung aus und es entwickelte sich tatsächlich so etwas wie eine weltweite Panik um die Sicherheit der Kinder an Schulen. Jedoch stellte sich im Prozess heraus, dass die Lehrer unschuldig waren, alle wurden freigesprochen und auch die weltweite Massenpanik beruhigte sich. Und damit kommen wir zu Nummer 1, der berühmte Millennium Bug. Zur Jahrtausendwende ging man davon aus, dass Computer nicht mit einem Datum höher als der 31. Dezember 1999 umgehen könnten und der Sprung zum Jahr 2000 zu einer globalen Katastrophe führen würde. Man befürchtete weltweite massive Systemausfälle im Bereich Bankenwesen, Flugsicherung, Krankenhaustechnik und halt alles weitere, was sonst noch nur mit Computern läuft. Also so ziemlich alles. Firmen gaben weltweit zwischen 300 und 600 Milliarden Dollar für Präventivmaßnahmen aus. Doch als dann der 1. Januar 2000 eintraf, blieben zum Glück größere Probleme aus, kein weltweiter Kollaps. Puh, Glück gehabt. Ja, Panik ist wirklich kein wünschenswerter Zustand, weil dann auch gerne mal das rationale Denken aussetzt und die komischsten Hysterien entstehen können. Darum geht es im Video die 10 komischsten Massenhysterien. Und auf meinem Zweitkanal Strengheim gibt es ein Video über Panik um merkwürdige schwarze Phantomhelikopter, die immer wieder am Himmel auftauchen. Schaut es euch unbedingt an und abonniert auch Strengheim, wenn es euch gefällt. Danke und auf Wiedersehen!